Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mal wieder ein Deutungsbeispiel mit euch machen, mit einer ganz gängigen Frage aus meiner Beratungspraxis. Und zwar werde ich oft gefragt, bekomme ich denn den Job? Also es sind oft Leute, die sich schon wo beworben haben oder sich auf eine bestimmte Stelle bewerben wollen und fragen, kriege ich den Job? Wir können natürlich die Frage auch abändern, kriege ich zum Beispiel die Wohnung, auf die ich mich beworben habe, oder kriege ich den Kreditantrag, auf den ich mich beworben habe. Das ist egal, könnt ihr einsetzen, was ihr wollt. Und ich zeige euch das jetzt mit den Kipperkarten, wie man das am einfachsten legt. Ich bin Susanne Matzkat-Bader, ich gebe Kipperkartenkurse, ich gebe Tarotkartenkurse. Und in meinen Kursen, da lernt ihr also ein Fragemuster, das sich darauf bezieht, eben auf solche Fragen, ich habe schon etwas angefangen, also zum Beispiel mich irgendwo beworben, wie wird denn die Antwort sein? Dazu habe ich dabei heute ein Legemuster, das heißt, was passiert, wenn ich XY gehe, also das ist der Kompass sozusagen, und das kann man aber genauso benutzen, eben, ich habe mich schon wo beworben, wie geht das weiter? Wir sehen vier Positionen. Auf der ersten Position, da steht also ganz allgemein drauf, darum geht es. Also die ganze Situation, die ganze Arbeitssituation, um was geht es da? Ja? Ist das gut aspektiert oder ist es eher, dass es nur ein bisschen zäh ist, dass es nur Zeit braucht? Ja? So geht es los. Es ist dann immer praktisch, wie ich auftrete. Also wie bin ich als Bewerber aufgetreten bei der Firma? Ja, dann die Reaktionen, das ist dann praktisch die Reaktion der Firma, wie reagiert sie und läuft es hinaus und das ist praktisch längerfristig gemeint, weil sieht da vorne alles ganz gut aus und da hinten schaut, ist dann vielleicht die falsche Person, das würde dann bedeuten, oh, aufpassen, das ist vielleicht ein negatives Betriebsklima da oder so, müssen wir halt einfach schauen. Ich lege da vorher immer ein Zeitfenster drauf. Also Zeitfenster hängt immer davon ab, wie die Fragestellung ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe mich schon vor einer Woche beworben oder vor 2 Wochen, dann würde ich das Zeitfenster auf 2 Wochen legen. Wenn ich aber weiß, aha, da geht es also um eine Stelle, da ist sowieso erstmal Anmeldeschluss, Einsendeschluss, ja, Bewerbungsschluss in, keine Ahnung, 2 Monaten, dann muss ich natürlich das Zeitfenster ein bisschen länger legen. So, also Vorbereitung läuft. Wir wissen jetzt, welches System wir benutzen. Und ich nehme hier jetzt ganz einfach die Kipperkarten, mische die durch, so wie ich das immer mache. Ich konzentriere mich eben auf die Frage, bekomme ich den Job? Wie sieht das, schaut das denn aus mit meiner Jobbewerbung? Ja, und dann ziehe ich einfach 4 Karten. Die erste kommt daher, die zweite kommt daher, die dritte daher und die vierte daher. Das war schon. Die Karten können wir jetzt wegtun. Und jetzt drehen wir mal um und schauen mal, was es eigentlich geht bei diesem Job. Gut. Wir haben die Ehestandskarte, wir haben hier die Reise Nummer 10, das große Glück und worauf es hinaufläuft, auf hier den reichen Herrn. So, also, jetzt haben wir da vorne die Ehestandskarte. Die Ehestandskarte heißt jetzt nicht, dass ihr euren neuen Chef da heiratet, sondern die ist tatsächlich zur Hälfte immer eine Vertragskarte. Also Vertragskarte bedeutet, es geht hier wirklich um einen Vertrag. Also die ganze Sache, würde ich mal sagen, schaut schon grundsätzlich sehr gut aus. So, wie bin ich denn aufgetreten? So geht es los. Jetzt haben wir hier die Karte eine Reise. Eine Reise bedeutet immer, dass ich praktisch eine Entwicklung angestoßen habe. Also ich habe eine Entwicklung angestoßen, die war vielleicht sogar mutig, weil mit der Reise geht es auch mal um mutige, um aktive Geschichten. Und ich habe die Sache ins Rollen gebracht. Also ich komme da bei meinem Chef, bei meinem zukünftigen Chef, wohl ganz gut rüber. So, wie reagiert die Firma, der zukünftige Chef? Ja, ey, der ist ja ganz begeistert von mir, sagt, Mensch, so ein großes Glück, da kommt da derjenige auf uns zu, genau so einen brauchen wir. Und hinten kommt raus, reicher, guter Herr. Und diese Karte, reicher, guter Herr, ist erstens eine Geldkarte. Aber viel wichtiger ist, alles, was unter dieser Karte liegt, ist sicher. Okay? Also das heißt, in diesem Fall, ich bekomme ganz sicher den Job. Ihr seht, das war jetzt wirklich eine ganz einfache Legung, ja, mit nur 4 Karten. Und die ist total aussagekräftig. Also dafür eignen sich die Kipperkarten wirklich perfekt, so für alle so normalen Alltagssituationen, ja, wo man vielleicht ein bisschen neugierig will, ein bisschen gucken will. Jetzt war das natürlich eine sehr schöne Legung. Kann auch nicht so viel sein, dass die Karten kommen. Es kommen manchmal auch schwierige Karten. Das ist natürlich dann auch gut, weil dann kann man schon schauen, wo liegt denn die Schwierigkeit, ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt meinem Chef gegenüber so auftrete, dass ich da sehr oberflächlich wirke oder nicht so interessiert, dann ist es nicht so gut, ja. Oder wenn ich irgendwie falsch auftrete, wenn da die falsche Person liegen würde, wenn ich mich praktisch falsch verkaufe, ist auch keine so gute Idee, okay? Also, ihr seht, Kipperkarten sind top und ich würde euch raten, kommt in einen meiner Kurse oder ihr könnt euch gern bei mir beraten lassen.
Ich gebe Kurse im 1:1 Coaching, wo wir uns also 6-mal hintereinander treffen und da lernt ihr genauso wie ich treffsicher die Karten zu deuten. Ich freue mich jetzt über ein Gefällt mir und über ein Like und bis ganz bald mal wieder.